Ihr nehmt euch euren Karabiner zur Hand. Ich habe jetzt einfach nur einen Ohrring verwendet, um es herzuzeigen. Und dann nehmt euch eure vier Wunschfarben und fädelt die einmal in der Hälfte herum auf. Damit meine ich ganz einfach so einmal rundherum, so dass ihr von jeder Farbe quasi zwei Stränge habt. Und dann nehmt ihr euch einen Kabelbinder oder ein Gummiringel, um das da wirklich schön festzumachen, damit das hier schön in einer Linie bleibt. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Schritt. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch mit dem Karabiner zeigend nach unten, nehmt ihr euch das zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und dann teilt ihr euch die Farben so auf. Einmal legt euch das hier herum, dann nehmt ihr euch die nächste Farbe, die klemmt ihr da ein. Und dann einfach, dass sie so aufgeteilt liegen, die sind noch gerade nach unten und die so seitlich weg. Einfach damit es schön aufgeteilt liegt. Dann startet ihr mit der ersten Farbe. Die legt ihr euch hier drüber und die merkt euch bitte auch, was eure erste Farbe war. Dann geht ihr hier mit der Farbe, legt ihr da gerade nach unten, nehmt jetzt diese Farbe und geht hier einmal hinten herum um den Zeigefinger und klemmt die Farbe zu der ersten Farbe dazu. Dann nehmt ihr die erste Farbe und zieht sie nach oben, damit es hier so eine Schlaufe bildet. Und nehmt die letzte Farbe und fährt durch die Schlaufe, die ihr euch mit der ersten Farbe gemacht habt, durch. Und dann könnt ihr euch quasi ein bisschen da anziehen, ein bisschen da anziehen und da, damit ihr dann quasi so ein Viereck habt. Wenn ihr dieses Viereck habt, nehmt ihr euch eben mit Karabiner wieder zeigend nach unten das in die Faust und löst euch die Stränge wieder ein bisschen, damit ihr eine bessere Übersicht habt. So soll das dann circa ausschauen. Einfach damit ihr wirklich eine schöne Übersicht habt über eure ganzen Stränge. Ich gehe jetzt Schritt für Schritt mit euch durch, wie ihr da am besten rundherum geht. Und zwar nehmt euch die erste Farbe her, geht hier unter den Strang durch und hier unter die Schlaufe durch und legt euch das drüber. Dann nehmt ihr die zweite Farbe her, geht hier unter die Farbe drunter und da wieder bei der Farbe durch den Bogen durch. Dann nehmt ihr die nächste Farbe, geht unter dieser Farbe durch und beim nächsten Bogen unten drunter. Die letzte Farbe geht hier vorbei und geht da durch beide Bögen durch. Also die geht nicht hier durch, sondern hier wirklich unter beide geht sie durch. Dann nehmt ihr das Ganze und dreht das einfach um und zieht es euch einfach mal fest. Ich zeige euch das jetzt einfach im Schnelldurchlauf. Ihr zieht euch da einfach alles schön nach oben. Am besten ist, ihr nehmt euch immer eine Farbe her, zieht das Ganze so ein bisschen fest und zieht dann da an. Also schoppt das euch quasi immer weiter nach oben und zieht es euch dann fest. Aber ich zeige euch das jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Wenn ihr euch den Diamantknoten dann unter dem Gummiringel schon grob festgezogen habt, nehmt ihr das Gummiringel dann einfach weg. Ihr könnt es euch, wenn ihr einen Kabelbinder verwendet habt, schneidet ihr euch den ab. Oder wenn ihr einen Gummiringel verwendet habt, zieht ihr euch das einfach drüber und gebt es weg. Und dann könnt ihr nämlich wirklich schön den Diamantknoten, so wie bei mir jetzt, wirklich schön bis nach oben hinziehen. Und wichtig ist, dass ihr wirklich schön alles festgezogen habt am Ende, weil dann hält ihr euch auch wirklich gut. So wie ihr seht, ihr könnt richtig schön anziehen. Und dann habt ihr einen sehr schönen Diamantknoten. Und wichtig ist, um zu wissen, ob ihr es richtig gemacht habt, es müssen alle Stränge unten in der Mitte rausschauen. Also es darf hier nichts irgendwo seitlich rausschauen, sondern wirklich alles unten in der Mitte. Und dann wisst ihr, ihr habt alles richtig gemacht und ihr habt euren Leinenanfang bzw. euren Diamantknoten fertig.